Willkommen in Kathis Kosmos. Hallo ihr Lieben. Ja, heute habe ich, wie ihr schon am Thumbnail gesehen habt, einen Back-to-School-Boys-Fashion-Haul für euch. Klingt spektakulärer als es ist. Nein, ich war einfach für die Herbst-Winter-Garderobe von meinen beiden Jungs noch mal ein bisschen was am Shoppen und am Ergänzen und habe da das erste Mal bei Limango bestellt, was ich noch nie irgendwie gemacht hatte vor. Mir hat aber eine ganz liebe befreundete Mami hat mir den Tipp gegeben, dass die so wahnsinnig tolle Sachen irgendwie haben. Und dann habe ich da mal drauf geguckt und dann habe ich irgendwie auch so einen 15 Euro Kennenlerngutschein irgendwie bekommen. Und dann habe ich da ein bisschen zugeschlagen, habe da einiges geshoppt und dann habe ich bei Ernstings Family auch noch ein paar Jeans geholt für die Jungs. Und ich dachte, ich zeige euch das einfach mal, bevor das jetzt alles vorm ersten Tragen in die Waschmaschine wandert. Und die Jungs sind auch schon ganz heiß auf ihre neuen, sag ich schon verraten, auf ihre neuen Spider-Man-Oberteile. So, und bevor wir aber uns jetzt alles ganz genau anschauen, was da drin steckt in dieser riesen Kiste, die ihr im Thumbnail gesehen habt, wollte ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz anmerken, ich freue mich riesig, wenn ihr Lust habt, mir ein Abo dazulassen. Für euch ist das Ganze kostenlos und mich unterstützt ihr damit sehr. Und ihr verpasst auch nichts mehr in Sachen Gewinnspiele, Verlosungen oder einfach Beauty-News und sonstigen schönen Dingen, die so auf meinem Kanal passieren. Gern könnt ihr natürlich auch die Glocke aktivieren und über euren Feedback in Form von Kommentaren und Likes freue ich mich natürlich auch immer riesig. Märchenstunde Ende, jetzt geht's endlich los mit dem Haul. So, also Packung aufgemacht und dann habt ihr hier erstmal so einen Lieferschein, da stehen die Preise nicht drauf. Ich habe die aber direkt hier neben mir liegen und werde die euch auch immer direkt dann verraten. Ich greife jetzt einfach mal rein und hole hier ein Sweatshirt raus, ein Gap-Sweatshirt ist das für den Großen. Ich mache es jetzt gleich direkt mal auf, weil ich finde, so in dem Plastik kann man nicht wirklich was sehen. So sieht es aus, wunderschön dunkelblau mit gelber Schrift. Hat er sich liebt, liebt gerade irgendwie Gap-Pullis, weiß ich nicht. Und hat er sich gewünscht mal wieder einen, dann haben wir den halt gefunden. Und der, also ich habe insgesamt, das muss ich euch noch sagen, das müssen wir nämlich im Hinterkopf behalten, also ich habe insgesamt 58 Euro gezahlt, nach Abzug dieses 15 Euro Gutscheins. Und insgesamt haben die ganzen Sachen vorher 73 Euro gekostet. So, das heißt, man muss eigentlich immer, was ist denn das? Also ungefähr 20% abziehen von dem Preis, den ich euch jeweils immer gleich für die Sachen nenne, damit man weiß, was die letztendlich gekostet haben. Das war das teuerste tatsächlich, dieser Gap-Pulli. Der hat 16,99 gekostet. Wenn man jetzt sagt, ungefähr 20% weg, dann sind es vielleicht so 13 Euro. Ungefähr 14 Euro ungefähr mit diesem Gutscheincode noch. Dann hat der Große irgendwie geschrien, Gap, 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 Gap. Dann wollte der Kleine natürlich auch einen haben. Und dann ist es so lustig, mein Mann hatte ihn vor längerer Zeit inzwischen schon, wir haben ja Corona, vor längerer Zeit schon aus Amerika einen knallroten mitgebracht. Und zufällig bei Limango entdeckt, genau derselbe, auch hier mit dieser grauen Schrift drauf, wunderschön, Gap Baby. Wir haben hier die, für 4 Jahre ist der. Und der hat sogar nur 14,99 gekostet, also dann so um die 12 Euro, ne? Mit diesem Abzug insgesamt. Also schon, kann man echt nicht meckern. Dann hat mein Mann, ich musste so lachen, der hat dann irgendwie auch nochmal gucken wollen, was hat er bestellt? Ich weiß auch nicht, das ist ja so ein Shopping-Club, dieses Limango. Wie gesagt, ich kannte, da hatte es nicht so auf dem Schirm. Und er hat jetzt hier noch irgendwie, den haben wir immer, diese Finish-Dinger. Und die hat er so günstig entdeckt, die haben irgendwie jetzt 4 Euro gekostet. Also quasi wahrscheinlich so 3,50 Euro letztendlich. Und ja, und die mussten dann irgendwie auch, naja, warum auch nicht. dann, was habe ich noch hier drin? Ja, auch super schön. Dann habe ich eben nochmal weitergeschaut, was die an Gap so haben für die größeren Kids und habe hier so einen schönen Übergangspulli noch gefunden. Auch für den Großen fand er sehr schön und ist jetzt gerade eigentlich perfekt für diese Herbst-Übergangszeit. Bisschen dicker als diese ganz dünnen T-Shirt-Stoff-Sweatshirt, die kennt ihr wahrscheinlich auch, diese langärmeligen. Das ist so ein ganz klein bisschen dicker und ist jetzt eigentlich gerade gut geeignet, weil in der Klasse ist es natürlich immer relativ warm schon bei denen und dann so ein dickerer Pulli, da schwitzen die dann. Also auch nicht gut, ne? Und ja, also back to school. mal so ein bisschen Utensilien nachgekauft. Was hat der gekostet? Der hat gekostet, der hat, nämlich der war
echt ein super Schnapper. Der hat nur noch 8,99 gekostet, also 9 Euro. Und dann halt quasi mit dem Extra-Rabatt sowas wie 57 ungefähr, wenn ihr so ein 20% abzieht durch den Gutschein. Ja, also ungefähr so 7,50 Euro. Ist schon echt gut. Dann eine Sache, die sie beide bekommen haben. Das ist, genau, das ist jetzt für den Großen das. Und zwar stehen sie gerade total auf Spider-Man. Habe ich ja vorhin gerade schon kurz verraten. Das ist jetzt wieder eins von diesen etwas dünneren Sweatshirts hier mit Spider-Man drauf. Auch aber schöne, weiche, schöne Qualität. Ja, dürfte irgendwie. Mai, die dürfen sich ja dann auch immer ein bisschen was aussuchen, was sie irgendwie selber cool finden. Das hat sowohl, also das zeige ich euch jetzt nicht zweimal, das habe ich für den Kleinen wie für den Großen und hat für beide jeweils 8,99. Also ja, in beiden Größen, genau, hat das so, genau, in beiden Größen 9 Euro gekostet. Hier ist das noch für den Kleinen. Das packe ich jetzt nicht gleich noch auf. Und dann habe ich noch ein letztes hier von Limango, auch nochmal für den Großen. Weil die müssen halt in der Schule auch einfach ein bisschen ausgestattet sein, dass er immer was hat. Weil irgendwie, ja, die toben rum, die schwitzen dann. In der Mittagsbetreuung kleckern sie sich gerne immer auch mal schön komplett alles voll. Also braucht man da schon so eine... Wir mussten einfach wieder ein bisschen aufstocken. Er ist aus vielem rausgewachsen und der Kleine, das ist immer so gemein, der Kleine kriegt natürlich die ganzen vielen Sachen vom Großen. Aber der wollte natürlich auch ein bisschen was haben. Aber ja, es ist einfach, es ist halt so. Die Zweiten gucken immer in die Röhre. genau, und das ist das Letzte noch für den Großen. Das ist einfach auch wieder hier so ein Sweatshirt, ein langärmeliges. Fand ich aber einfach auch ganz cool, dieses mit diesem Joystick. Und er ist eh so ein kleines Computerkind. Und das ist nämlich so nett. Das ist mit Pailletten auch wieder. Und ich dachte, da ist er jetzt dann schon langsam zu cool dafür mit seinen fast 8 Jahren. Aber nein, er fand es dann auch ganz cool noch. Und wenn man das nämlich so nach oben swiped, dann wird aus dem Joystick, steht dann Game da. Ist auch ganz süß. Ja. Und das Teilchen hat auch, was hat das gekostet? Verrate ich euch sofort. Das hat 10,99 Euro, also 11 Euro, also so knapp um die 9 wahrscheinlich dann. Ne? Und dieses alles, was ich euch gerade gezeigt habe, hat 73 Euro gekostet, 15 Euro runter, also 58. Und ich habe wirklich einen Haufen voll Klamotten, gute Qualität für echt einen guten Preis gekriegt. Das war bestimmt nicht meine letzte Limango-Bestellung. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe hier haufenweise Oberteile. Ist mir dann auch aufgefallen, hä, wieso hast du denn eigentlich nur Oberteile geshoppt? Ein paar Tage später war ich dann nochmal unterwegs und wir haben hier in der Nähe einen Ernstings Family Laden. Also ich habe dann gar nicht nochmal online geshoppt, sondern ich, bei so Jeans, die möchte ich immer gerne anfassen und sehen, wenn es geht. Also ich habe auch schon welche online bestellt für die Kinder, aber irgendwie... Die will ich da einmal sehen, anfassen, wie dick die sind, ob die ein Futter haben, sonstiges. Und da habe ich auch ein bisschen zugeschlagen, da sage ich euch die Preise einfach gleich dazu. Hier die erste Jeans für den Kleinen, so eine ganz klassische, hier so ein bisschen ausgewaschene, mit bisschen so, ja, Muster kann man es nicht nennen, aber nicht so eine ganz langweilige. Und die hat, was hat die gekostet? 14,99 Euro. Braucht er einfach für den Kindergarten. Mir ist immer wichtig, dass die so ein bisschen so ein gerades Bein haben. Also ich glaube, die wird er gerne dann jetzt tragen. Und das ist auch die zweite für den Kleinen hier noch. Die sieht ziemlich ähnlich der aus, die ich euch gerade gezeigt habe. Die hat aber hier, und das fand ich in dem Fall ganz okay, die hat hier so ein Bündchen. Ich dachte, vielleicht ist das dann nicht schlecht, wenn die so in diese Stiefelzeit kommen, dass man die entweder reinstecken kann oder drüber. Muss man mal sehen. Ja, und das hat auch 14,99 gekostet, wie gesagt, und ist... Kann man hier auch halt immer dieses Verstelldinger, weil die 114 jetzt gerade noch ein Tick zu groß, die 98 aber schon eigentlich zu klein. Und dann kann man das immer so ein bisschen nachjustieren. Also auch sehr schön. Und dann habe ich für den Großen, habe ich auch neue Jeans gebraucht. Da habe ich hier einmal diese hier mitgenommen, die so ganz schlichte Basic auch. Halt auch so ein bisschen stonewashed, ja, aber halt eher so dunkelblau. Die kommt in der Kamera, sieht die sehr hell aus, aber die ist ein bisschen dunkler eigentlich. 9,99 hat die gekostet. Und dann hat er noch so eine richtig schöne, dunkle, so ein richtig Krachblau irgendwie. Die habe ich jetzt schon die Nummer größer, die 128 genommen. Und die hat 12,99 gekostet. Das sind beides ein bisschen dünnere. Ja, weil man einfach, also, ja, der Große, die sitzen ja jetzt in der Grundschule sitzen die jetzt nicht. Also die Kleinen sitzen natürlich im Sandkasten auch noch, solange sie rausgehen können, solange der Boden jetzt nicht irgendwie nass ist. Oder halt sonst mit der Regenhose. Die sitzen halt dann auch viel im Sandkasten trotzdem noch, solange es geht. Das machen die Großen natürlich nicht, die rennen rum. Also die brauchen jetzt keine gefütterten Jeans, sonst schwitzen die total. Ja,
Ja, und das war mein Back to School. Das war eigentlich ein XXL-Haul, ja. Also für die Kinder macht es mir auch immer total Spaß, irgendwie Klamotten zu kaufen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Schreibt mir das mal rein, ob ihr auch so zum Jahreszeitenwechsel dann auch immer quasi die Garderobe wieder so ein bisschen aktualisiert und ein paar so Sachen neu kauft. Also mein Großer, dem macht das halt jetzt auch einfach Spaß. Jetzt waren sie so lange nicht in der Schule und irgendwie, ja, der ist schon so eine kleine, der guckt schon immer so was. Wenn ich ihm jetzt was rauslege und es gefällt ihm nicht, dann meckert er jetzt immer schon. Also der Kleine zieht immer noch klaglos an, was ich ihm hinlege, aber der Große ist schon so, nee, das gefällt mir nicht, nee, ich möchte lieber so und so. Und ja, insofern war es mal an der Zeit, dass ich ein paar Sachen aussuchen durfte und ich glaube, wir haben eine schöne Auswahl gefunden. Ja, also wie gesagt, das war mein Back-to-School-Haul für euch heute. Ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hier sehen auf Kathis Kosmos. Wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, bis ganz bald hier. Tschüss!